So, das war jetzt ein ganz besonderer Zombie. Heiliges Kanonenrohr. Gut, dass ihr hier so Wasser habt. Sonst wäre das böse ausgegangen wahrscheinlich. Ein sogenannter verbesserter Zombie. Ach so, der ist da unten drin, ja. The sky is hot today. Der Himmel ist heute sehr heiß. Naja. So kann man es auch sehen. Was hat mir denn dieser Ren? Toxic, ja, sag mal, was Tail. Was das so alles für Zeugs gibt hier, das ist schon mal der Wahnsinn. So, jetzt ist auch das Ding voll. Ich sag hier, wir brauchen ein neues eine neue Truhe, neues Lager oder ein größeres Lager. Natürlich, auf jeden Fall, da kann man sich doch auch größere Truhen machen, nicht? Wie macht man sie sich denn? Also, mal gucken. Denn die Doppeltruhen sind ein bisschen klein. Wie heißen Truhen auf Englisch? Chest. In dem Moment, wo ich mich umdrehe, habe ich es gewusst. Aber nun gut. Also Chest. Chest. Da gibt es also richtig normale Frame Chest. Label. Ach du Jemine. Okay, aber es gab doch noch solche Trap Chest. Okay, das ist eine Colossal Chest. Core. Colossal Chest Interface. Ach, die Gemini, da kann man irgendwelches Zeugs basteln. Chest Transporter. Sowas Kompliziertes wollte ich eigentlich gar nicht bauen. Also, die Stadt. Ich dachte, es gäbe so ganz normale Loot Chest. Nein. Trap Chest, okay. Jungle Chest. Compressed Chest. Ender Chest, sowas habe ich ja alles schon mal gar nicht. Also, Chest, achso. Sandwich Chest. Okay. Chestnut. Chest plate. Ja. Das ist auch so ein Elektronikkram. Gibt es da nicht diese normalen, etwas größeren? Da hatte ich doch so einen. Hier in meinen Dinger da, wie hieß es denn? Also, da gehe ich mal hier raus und gehe auf die Advancements und da hatte ich doch irgendwas mit Chests. Colossal Chests. Gold Colossal Chests. Ja, müsste doch gehen. Also, machen wir nochmal. Colossal. Colossal Chest.
Pipes and Hoppers. Ach, Jemina. So, was ist das? Colossal Chest Structure. Ach, das geht gar nicht so einfach, wie ich dachte. Na gut. Tja, mein lieber Hund. Alles nicht so einfach hier. Wir haben noch hier so viele Brokensachen. Habe ich denn noch ordentliche? Muss ich mir erstmal was braten, nicht? Zum Beispiel Steine braten. Was sind das denn noch für zusätzliche Sachen hier auf dem, auf den ersten Slots, sag ich mal. So. Also die Steine braten. Das mit diese sich hier. So, was haben wir noch? Oh, Beef. Ach, guck an. Das grillen wir uns doch gleich mal zuerst. Das Brot hätte ich auch. Das Brot hatte ich ja in der Dings hier drin. Okay, so, da braten wir erstmal ein bisschen. Ja, braten wir erstmal ein bisschen. Und erzählen ein bisschen. Vielleicht hat das andere Projekt ja schon angefangen. Ich habe ja hier gesagt, ich will mir ein Haus bauen. Das wird natürlich dann ein bisschen langwierig. Und na, wie das halt immer so ist, auch bei Oberspiel Minecraft und Rummelsberg sind ja das, das Haus bauen immer etwas langweilig. Und ich hatte ja schon mal letztes Jahr, 2018, Oberbaut Minecraft. Aber dass der Spielstand, das hatte ich dann wegen der Insel abgesetzt. Da habe ich dann die Insel auf dem Platz gemacht. Und wegen der wegen des Computercrashs vor 11 Monaten etwa. elf Monaten, also Anfang Dezember letzten Jahres sind natürlich auch die Spielstände davon kaputt gegangen und ich wollte ein Projekt noch machen, wieder Oberbaut Minecraft, sagen wir 2019 oder Teil B oder was weiß ich, ja, zweite Staffel B, indem ich ein Dorf mit Häusern, mit modernen Häusern ergänze und ausbaue. Und da habe ich nämlich, erst hatte ich da gar nicht so dran gedacht, an dieses Let's Play Oberbaut Minecraft, aber ich habe dann so eine Videoreihe gesehen von einer Open House Tour, da verkaufen sie Reihenhäuser zu horrenden Preisen. Ja, kann man sich nicht leisten, außer man gewinnt im Lotto vielleicht. Aber die Häuser an und für sich sind schön und interessant zum Teil. Und da habe ich gedacht, warum denn nicht mal sowas in Minecraft bauen? Und dann wird irgendwann, vielleicht hat es ja schon angefangen, vielleicht noch nicht. Ich muss jetzt irgendwie das Rindfleisch überbrücken. So, jetzt überbrücken wir das. Nicht wahr? Und ja, da gucke ich mal jetzt, was ich hier mit diesem Schiefer anfangen kann. Schiefer ist das nämlich, Slate. Da kann man ja nämlich auch Dächer basteln. So. Wieso kann ich mir aus ja, das ist mir schon klar. Wieso brauche ich denn hier jetzt Terrakotta
und Holz. Terrakotta, das ist doch dieser gebrannte. Ja, wieso brauche ich Terrakotta? Um ein Schieferdach zu machen. Das habe ich jetzt, verstehe ich jetzt nicht so ganz. So, chiselt. Okay, kann man alles auf Stufen machen, ja. Aber es geht erstmal ins Bett. So, mal sehen, ob wieder irgendwelche verschärften Zombies unterwegs sind. Erstmal bastel ich mir hier. Habe ich eigentlich meine Bastelecke hier mit? Die habe ich. Ich habe doch dieses transportable Teil. Wo ist es denn? Da. Da ist er. Siehst du, den muss ich eigentlich mitnehmen. Dann brauche ich hier nicht immer zurückrennen. Dafür haben... Was ist los? Ach so. Was ist los? Kläffst du mich böse an hier? Huch. So, jetzt wollte ich nämlich ja... Stöcke brauche ich noch. Die habe ich auch schon wieder alle aufgebraucht. Da können wir aber uns Stöcke basteln. Und zwar genug Stöcke, ey, so viel Stöcke. So, und dann mache ich, wie gesagt, hier. Das und dann hier das und vielleicht noch eine und dann hier vielleicht noch eine davon. Dann kann ich mir hier noch zwei machen. So, und dann machen wir uns diese Spachseln, ja. Spachsel, Spitzhacke, Axt. Hey, die Spitzhacke kam in der Mitte. So. Nochmal der gleiche. Spitzhacke, Axt und Schaufel. Oder Löffel, wie ich immer sage. Die machen wir nochmal ein bisschen besser zurecht. So, dann habe ich mein Dingenskirchen dabei. Natürlich habe ich keinen transportablen Ofen. Das wäre auch noch was. So, Stonpaxel oder auch Spaxel genannt. Oh. So, wie viel von dem Dreck haben wir jetzt schon dabei? Okay, da haben wir wieder ein paar Stacks, aber wir holen uns noch ein paar mehr. So, was ist das wieder? Ist das wieder so ein explodierender? Ja, wir werden nochmal wieder eine Bombe essen hier. Was sagst du dazu? Ich hoffe, das ist ja nicht gefährlich. Erschreckt ihr euch dann? Jetzt erschrecke ich mich auch nicht mehr. Anscheinend scheint den Tieren das überhaupt nichts auszumachen.
was es alles gibt hier. Rüben und Rhabarber und Pilze und sieht aus wie Lauch. Zucchini. Ganze Garten hier. Das ist Lauch. Was ist das? Keine Ahnung. Jute kann man jetzt nicht essen, ne? Ja, jetzt muss ich mir echt mal Gedanken machen hier. Ob ich hier nicht noch Kisten baue. Also. Kisten. Die können wir ja hier hinpacken. Erstmal da in die Ecke und da schmeißen wir mal alles rein, was wir so hier jetzt an Schrott gefunden haben. Schrott sage ich jetzt mal nicht, das ist ja kein Schrott, sondern das sind halt Sachen, die ich im Moment nicht brauche. So, dann haben wir noch in der hier noch was drin. Alles da rein in die Kiste. Das brauchen wir vielleicht doch noch. So,